Namaskaram, Sadhguru. Kannst du uns sagen, was entsprechende Maßnahmen sind, um unsere Gedächtnisleistung zu verbessern und wie wir unsere Prüfungsangst überwinden können? Prüfungsangst? Oh. You're asking the right one. Da fragst du den Richtigen. Auf direktem Weg denjenigen, der noch nie Angst vor einer Prüfung hatte. Das war die größte Sorge meines Vaters, dass ich keine Angst vor Prüfungen hatte. Er würde sagen, oh, dieser Junge hat keine Angst, was soll ich tun? Dies ist die ganze Sache. Du stellst diese Frage, es ist gut, aber du musst zuerst verstehen. Irgendwo hat es sich in dieser Welt verbreitet, in der Gesellschaft, dass Angst eine Art Tugend ist. Angst ist keine Tugend. Angst macht dich zur allerhässlichsten Kreatur. Die unangenehmste Erfahrung in deinem Leben ist wahrscheinlich Angst. Dass diese eine Sache nicht da ist, hat mein Leben total, absolut angenehm gemacht, denn bei der Angst geht es um etwas, das erst noch eintreten muss. Bei der Angst geht es um etwas, das im Moment nicht existiert. Was wird passieren, ist die Sache. Was passieren wird, weißt du nicht. Wenn du nicht weißt, was du auf das verdammte Papier schreiben wirst, etwas, das du ein ganzes Jahr lang gelernt hast, du weißt immer noch nicht, was du schreiben wirst. Wenn dies der Fall ist, dann weißt du mit Sicherheit nicht, was in deinem Leben passieren wird, nicht wahr? Ja? Aber du stellst dir all die schrecklichen Dinge vor, die passieren werden. Nach der Prüfung. Nein, nach der Prüfung gibt es wunderbare Ferien. Ja. Dann gibt es einen Tag, an dem sie die Ergebnisse verkünden werden. In der 10. Klasse bin ich nicht hingegangen, um meine Prüfungsergebnisse zu sehen. In der 12. Klasse bin ich nicht hingegangen, um meine Prüfungsergebnisse zu sehen. Jemand aus meiner Familie ist nachher auf 180. Heute gibt es die Ergebnisse. Was machst du? Was machst du? Was soll ich denn machen? Dann werden sie mit jemandem reden, den sie kennen. Sie werden eine Nachricht übermitteln. Sie müssen hingehen und nachsehen, was mit seinem Ergebnis passiert ist. Nun, irgendwie bestanden. Die Sache ist nur die, gehst du zur Schule, um etwas zu lernen, oder gehst du zur Schule, um etwas zu beweisen? Das ist die Sache, die du entscheiden musst. Jeder muss entscheiden. Bist du in den Ashram gekommen, um etwas zu verstehen oder um etwas zu beweisen? Du musst dies entscheiden. Sobald du an irgendeinen Ort gehst, um dir selbst etwas zu beweisen, wird sich Krankheit einstellen. Die Krankheit des Scheiterns und des Erfolgs wird sich einstellen. Für jemanden, der lernen will, gibt es so etwas wie Scheitern nicht. Es gibt so etwas wie Erfolg nicht. Nur eine Frage des Strebens. Jemand mag es an einem Tag verstehen, ich mag es in 10 Tagen verstehen, jemand mag es in 100 Tagen verstehen. Es ist nur eine Frage des Strebens. Wenn es dein Interesse ist zu lernen, dann ist das Streben selbst ein Lernen. In der Lage zu sein, unermüdlich zu streben, ist an sich eine große Lektion, nicht wahr? Versuche also nicht, etwas zu beweisen. Versuche bitte nicht, deine Gedächtnisleistung zu verbessern. Du bist zur Schule gegangen, nicht um dir irgendeinen Mist zu merken, um etwas zu lernen, um den Horizont deines Lebens zu erweitern.
Dafür musstest du etwas über diese Existenz um dich herum wissen und verstehen. Das ist, was Wissenschaft bedeutet, das ist, was Mathematik bedeutet, das ist, was alles bedeutet. Das, was du studierst, ist nicht irgendein Lehrfach. Es sind verschiedene Teile des Lebens, die vielleicht auf höchst uninteressante Weise vorgetragen werden. Aber es ist dennoch Leben, ja? Ob du Physik oder Chemie oder Biologie oder Sozialwissenschaften oder Geographie studierst, du lernst etwas, das die Entfaltungsmöglichkeiten und den Spielraum deines Lebens erweitern könnte. So you have to learn it, if you remember it. Deshalb musst du es lernen. Wenn du es im Gedächtnis behältst, it will not transform your life in any way. Wird es dein Leben in keinster Weise transformieren. Du bist also dorthin gegangen, um zu lernen. Wenn du gelernt hast, wo liegt das Problem? Was du nicht weißt, willst du von diesem Kerl neben dir abschreiben. Ich werde nicht über all diese Dinge sprechen, weil oftmals Lehrer, wie es scheint, diese Dinge ermutigen. Ein paar Schulnoten mehr oder weniger in der 10. Klasse zu bekommen, wird keinen so großen Unterschied machen. Wie viel du lernst, wird einen himmelweiten Unterschied machen. Wie viele Dinge du jetzt begriffen hast, die Grundlagen werden einen großen Unterschied machen. Fokussiere dich jetzt auf das. Vielleicht die verdammte 12. Klasse. Denn wenn man heute in Indien Medizin studieren will, muss man, Menschen von außerhalb des Landes können das nicht glauben, man muss 98 bekommen. 97%? Du kannst nirgendwo hingehen. Wie vernünftig, wie wundervoll, mit wie viel Kompetenz du dein Leben lebst, ist wichtig. Wie viel du dir gemerkt hast, ist nicht wichtig. Ich erinnere mich an keine einzige verdammte Sache. Deswegen kann ich hier sitzen und mit euch über alles Mögliche tratschen. Weil es keine Last gibt von irgendeiner Erinnerung. Also keine Antidurchfalltabletten. Und mach dir keine Sorgen um dein Gedächtnis. Was du weißt, wirst du tun. Was du nicht weißt, kannst du ohnehin nicht tun. Aber wenn du weißt, wie man abschreibt, das liegt an dir. Ich würde es nicht tun. Und ich bin sicher, unsere Lehrer werden es nicht erlauben. Denn in diesem Lebensabschnitt beginnt man sein Leben nicht mit Täuschung. Mache nicht, sei zumindest, ich spreche nicht von Ehrlichkeit. Ich spreche davon, dass man lernt, geradlinig mit dem Leben zu sein, damit du dich morgen nicht wegen Kleinigkeiten völlig verzettelst. Aber du bist in Ordnung, so bin ich nun mal. Gut, ich bekomme nur 35, es ist in Ordnung, so bin ich nun mal. Das wird nicht die Qualität meines Lebens bestimmen. Ich möchte, dass du das verstehst. Welche Noten du bekommst, wird nicht die Qualität deines Lebens bestimmen. Aber mit wie viel Integrität du existierst, wird definitiv die Qualität deines Lebens bestimmen. Also kein Abschreiben, in Ordnung? Angenommen, du weißt gar nichts. Es ist alles in Ordnung. Sitze fröhlich da und komme heraus. Sag allen, ich habe es nicht verstanden. Du machst etwas Yoga, das Leben wird lang, also kannst du dir noch ein weiteres Jahr nehmen. Ein weiteres Jahr zum Lernen, kein Abschreiben. Denn verliere deine Integrität nicht für kleine Dinge. Belanglose Dinge sind das. Verliere nicht deine Integrität für so kleine Dinge. Morgen, wenn große Dinge kommen, wirst du nicht in der Lage sein, ihnen die Stirn zu bieten.